Hallo Leute, willkommen zurück zu Fairy Legends of Avalon. Wir haben zuletzt die Korriganen besiegt, aber wir haben uns noch nicht ganz überall hier umgeschaut. Vielleicht finden wir ja auch noch die eine oder die andere Kiste, das eine oder das andere Set-Teil. Das wäre vielleicht nicht schlecht, bevor wir jetzt hier weiter auf die Suche machen, aber irgendwie ist es ziemlich leer. Sollen wir jetzt einfach wieder nach oben? War es das? Wir haben sie alle besiegt und joa, reicht. Oder sollen wir jetzt hier irgendwie nach unten nochmal irgendwo durchhuschen oder so? Nö. Dann gehe ich jetzt mal nach oben. Mal gucken, was die sagen. Ah, da ist auch noch was. Da waren wir noch nicht. Verbessertes Wasserset. Ach so. Also langsam kriegen wir Wasser auch zusammen, habe ich das Gefühl. Aber ich finde Luft gar nicht schlecht, weil, ja. Ach, guck mal, hier sind noch welche. Hier wollen sich noch welche mit uns anlegen. So, wir machen schön Tornado dreimal. Sehr gut. Feuerball und normaler Stärkeangriff. Pistole und Eisgeschoss. Der musste schon ganz schön einstecken dafür, dass es jetzt erstmal gerade die erste Runde war. Mit einer ersten Runde kriegen wir schon einen ganz platt, fast. Naja, fast. So, der ist weg. Nochmal ein Stärkeangriff, genau. Feuerball. Welle. Okay, ihr normaler Angriff ist nicht so stark wie die Pistole. Aber das wundert mich nicht. So, mach mal dreimal Tornado, obwohl du gerade brennst. Ausgewichen, leider. Aber der hat gesessen. Oh, noch einmal mehr und dann haben wir ihn. Komm. Ja, das war's. 300 Erfahrungen. Die lassen wir uns nicht entgehen. Aber es war eigentlich unnötig. Also, man musste jetzt echt nicht mit denen kämpfen. Ich mach's halt nur einfach, weil wir uns dann verbessern. Komisch ist natürlich auch, dass wir unsere Mitspieler nicht verbessern können. Also, ob die automatisch besser werden, weil wir besser werden, weiß ich gar nicht. Aber okay. Wir gehen mal wieder zurück. Sagen Bescheid, dass wir jetzt hier halt gegen die gekämpft haben. Und weiß nicht, ob die Seuche damit auch... Ich glaube, die Seuche ist damit irgendwie noch nicht weg. Aber, ja... Die waren ja anscheinend nicht nett, die Korriganen, wie es ausschaut. Ich hoffe, ich habe keine Sachen übersehen. Kannst du hier die Kugeln nochmal einsammeln, oder? Nein. Okay, dann gehen wir nach oben. Oben, nach oben, nach oben. Hier können wir gar nicht nach oben. Gut, dann da lang. Nehmen wir den einfacheren Weg. Da nicht. Da, ne? Oder? Nicht doof. Was hier eigentlich mit unseren Freunden? Sagen die jetzt was dazu? Dass sie das gemacht haben? Ich würde das gerne mal wissen. Oh, was willst du? Ach nee, jetzt vergiss es. Nein, nee, ich wollte eigentlich fragen. Ein paar Fragen. Ich bin nicht gerade der Hellste, aber der Meister, der hat was auf dem Kasten. Ach so. Trotzdem danke. So, es ist wieder er hier. Wir müssen ja immer mit ihm reden. Nein, nix.
du da? Mit dir will ich reden. Fragen. Piratenkanonier? Bist du denn? Ja, das hatten wir ja schon. Dann ciao. Okay, die haben also nichts mehr zu sagen, obwohl sie das da freigeballert haben, den Weg. Wo ist denn jetzt hier der eine Geist? Oder ist das egal jetzt? Ich mach mal meine Geschichte hier an. Was steht denn da? Was ist denn die Plage? Schließe dich den Korrigan nahe dem Schiffknacker an. Okay. Ja, wo sollen wir denn dafür mal hin? Nahe dem Schiffknacker. Wer ist denn der Schiffknacker? Sagst du was dazu? Hier, hallo? Schiff. Nee. Ich lasse es mal. Ich glaube, die sabbeln alle dasselbe. Ich glaube, wir müssen nochmal runter, aber nahe dem Schiffknacker. Wer ist denn der Schiffknacker? Bist du der Schiffknacker? Das sind einfach nur Piratengeister. Ich glaube, mehr steht da nicht, oder? Oder? Steht einfach nur Piratengeist. Ja, ist ja gut. Okay, die wollen alle nicht mit uns reden. Immer noch nicht. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal einfach wieder unter Deck. Weil ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Ist hier noch was? Nein. Okay, dann runter. Wo sind die jetzt alle, wo wir hin sollen? Die Korrigan-Typen anschließen. Bam, Schiffsknacker. Ist das hier? Ist das unten? Wo seid ihr alle? Ein Hinweis wäre nicht schlecht bei diesem riesigen Schiff. Okay, da geht's eh nicht lang. Schon mal Fail. Wer ist denn hier jetzt noch? Wer macht denn jetzt wahrscheinlich die Geister wieder, ne? Die irritieren mich immer. Ich denke immer, wenn so ein Geist hier Geräusche macht, dann... Da hinten sollen wir jetzt aber nicht hin, oder? Oder doch? Oder doch? Will Klumpo noch irgendwas? Gnome. Das hier ist wahrscheinlich ein ungewöhnlicher Ort für Gnome. Ja, danke. Ja, gut. Lass mal lieber sein. Ich weiß nicht, was mit den Meerjungfrauen los ist. Ob die Aggro irgendwie auf die sind. Und diese komische Flaschenpost irritiert mich auch immer noch. Und dass ich irgendwie gerade nicht so gut steuern kann. Dass ich so schwer vorankomme irgendwie. Ich weiß nicht warum. Sie stockt auch immer so komisch. Aber ich weiß halt nicht, wo lang. Das Problem. Ich hätte mal da bleiben sollen, wo ich bin. Vielleicht hätte das mehr geholfen, aber da war ja eigentlich auch nichts mehr. Ja, flieg mal. Mein Gott. Können wir hier durch die Tür? Ach, da können wir durch. Warte mal. Weil wir da die aufgesprengt haben, ist da dort doch vielleicht noch was? Dann gehen wir da nochmal durch. Vielleicht waren wir ja doch vorher richtig. Vielleicht hätten wir hier nicht weggehen sollen. Vielleicht wieder durch eine Tür oder so? Vielleicht habe ich das noch nicht gesehen. Oder durch so ein Loch oder so. Hey, wo seid ihr alle? Es ist doch komisch, dass sie hier nicht durch kann. Sieht immer so aus. Nee. Also da soll sie nicht lang. Hier irgendwas übersehen? Ich werde verrückt. Ich glaube, wir müssen wieder ganz zurück. Anders kann ich mir das auch nicht vorstellen. Hier haben wir auch schon gekämpft. Es gibt ja nur den Weg zurück. Kapiere ich schon wieder nicht, ey.
Ja, dann gehen wir. Zack, sind wir wieder zurück, aber ich, ja, weiß gerade nicht, wo lang. Ich mach mal kurz einen Cut an der Stelle und such mal, sonst dauert das hier wieder ewig und ich flieg hier nur doof im Kreis rum. Bis gleich. Okay, so außerhalb des Schiffes sieht man zumindest hier nochmal wieder welche stehen. Dann machen wir die auch nochmal fertig. Ich weiß nicht, ob das die sind, die wir suchen, aber vielleicht sind es auch einfach nur so. Nee, wir können mit denen sprechen. Ja, dann sind das vielleicht die richtigen. Guten Tag, fischiges Wesen. Nee, red mal weiter mit denen. Ich würde gerne mit dem Schiffknacker reden. Und was willst du von ihm, wenn ich fragen darf? Ich will ihn heilen, aber weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Meiner Meinung nach hat sich der Schiffknacker überfressen und dabei nicht gerade die exquisitesten Sachen erwischt. Der braucht einen deftigen Trank, damit das Zeug wieder da rauskommt, wo es reingekommen ist, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, und aus welchen Zutaten soll der Trank sein? Ich brauche Seetang, verfaulte Eierschalen und Fiolen mit Meerwasser. Dann müssen wir nur noch dafür sorgen, dass der Schiffknacker die Brühe auch wirklich trinkt. Das ist ja ekelhaft. Gut, ich besorge die Zutaten. Tolle Zutaten. Ah, es tut gut, eine frische Brise Seeluft auf den Wangen zu spüren. Wenn es dir irgendwie weiterhilft, gerne. Okay, Zutatenaufgabe, Kapitän. Was kannst du mir über den Kapitän sagen? Er hat sich in seiner Kajüte verbarrikadiert, als die Seemänner angefangen haben zu meutern und wir krank geworden sind. Okay. Schiff. Das ist ein ziemlich merkwürdiges Schiff, findest du nicht auch? Nicht merkwürdiger als die meisten anderen Schiffe. Auf manchen findet man viel Gold, auf anderen wiederum sind viele Menschen, dann gibt es Schiffe, auf denen sind halt viele tote Seemänner. Macht keinen großen Unterschied. Okay. Was genau macht ihr auf dem fliegenden Holländer? Wir folgen den Seemännern und fischen alles aus dem Wasser, was sie zurücklassen und was der Schiffknacker nicht essen will. Dann verkaufen wir den ganzen Kram und verdienen uns damit eine goldene Nase. Okay, dann ciao. Und was mit dir? Ah, es tut gut, eine frische Brise Seeluft auf den Wagen zu spüren. Wenn es dir irgendwie weiterhilft, gerne. Okay, dann dasselbe wahrscheinlich. Brauche die Zutaten für den Trank, der den Schiffknacker heilen soll. Und zwar Seetang, verfaulte Eierschalen und so weiter. Weißt du vielleicht, wo ich die Sachen herkriege? Da musst du die Inselbewohner fragen. Ich glaube, die können dir da eher weiterhelfen. Okay. Ja, aber immerhin sind wir jetzt weitergekommen und haben den endlich mal gefunden. Wahrscheinlich können wir jetzt doch nochmal Geister fragen oder unsere Freunde. Aber wir fragen einfach mal. Die meisten sappeln ja eh nicht mit uns, aber... Red mal mit ihm. Wie wär's mal mit Fliegen? So, der will auch nicht mit uns reden. Das war jetzt der Falsche wieder. Ich verwechsel die immer, aber... Wenn wir schon mal hier sind... Hier unser Vieh. Was willst du wissen? Ich brauche Seetang. Kannst du mir helfen? Wir befinden uns auf einem Schiff und deswegen rate ich dir, mal einen Blick unter die Wasseroberfläche zu werfen. Okay. Irgendwas von Rise of the Tomb Raider wurde mir angekündigt. Auch schön. Eierschale. Ich brauche eine verfaulte Eierschale, um einen Trank zu brauen, mit dem ich den Schiffknacker heilen kann. Ich kenne mich mit Salpeter aus, aber doch nicht mit Eierschalen. Nicht weit von hier sind ein paar kleine Inseln. Sieh dich dort auf den Felsen um. Okay, das sind ja schon mal drei gute Tipps, zwei gute Tipps, aber drei Sachen wollen wir haben. Vielleicht können uns da auch die Nixen helfen oder auf den Felsen sehen wir es gleich selbst hier. Mein Eierschale, Möwe, passt ja auch. Was ist das? Möwenschiss? Oder Eierschale? Da war irgendwas Weißes. Achso, es war einfach nur die Beleuchtung. Auch gut. Hier? Eierschale? Nein. Den Felsen auf den Felsen. Was haben wir denn da? Achso, hier wohnt der eine nur, ne?
Aber vielleicht kann der uns ja helfen. Unser Flirty. Flirty Murty. Was ist denn los mit ihr? Sie fliegt so komisch behindert. Sei mir gegrüßt, fliegende Pracht. La 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 la, ganz und gar nicht. Diddle diddle diddle. Ach ja, die Fionn, da kann er uns bestimmt auch helfen. Er soll mal erstmal mit den Eierschalen helfen. Auf Eierschalen. Benötige eine verfaulte Eischale. So. Es bricht mir das Herz, dass ich euch nicht einmal bei solch einfachen Angelegenheiten behilflich sein kann. Oh, himmlisches Wesen, alle meine Eier sind zu frisch, dürften erst in einigen Wochen zu faulen beginnen. Und wie könnte ich es wagen, euch so lange warten zu lassen? Es ist irgendwie ekelhaft, mit ihm über sowas zu reden. Frag mal hier nach Fionn. Ich bin auf der Suche nach Fionn mit Meerwasser. Du hast nicht zufällig welche mit meinem Destillier-Freund? Fantastisch, ich habe genau das, was ihr braucht. Reines, feinstes Meerwasser. Welcher Geschmack darf es denn sein? Kristallklar, öde Peschen oder blaue Lagune? Meerwasser. Das ist sehr nett von dir, aber ich glaube, ich nehme ganz einfaches Meerwasser. Was für eine hervorragende Wahl ich doch getroffen habe, göttliche Elfe. Braucht schon künstliche Zusätze. Einfache, traditionelle Werte wie Reinheit und Einfachheit und Trumpf. Hier habt ihr eure Fionn, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Okay, dann. Danke. Fehlt jetzt nur noch der Seetang und die Eierschalen. Dafür gehe ich doch nochmal irgendwie Felsen, Felsen, Felsen. Die müssten doch hier irgendwo sein, wo die Möwe war. Da nicht. Hier von mir sehe ich nichts. Waren auf der anderen Seite auch Felsen? Nee, oder? 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 Nee. Ja, dann müssen wir uns hier nur genauer umgucken anscheinend. Vielleicht können uns die Nixen auch helfen mit dem Seetang. Ich frag die mal. Die Agro-Nixen. Melusine. Ich bin ganz Ohr. Ich bin auf der Suche nach Seetang. Frage mich, ob du vielleicht weißt, wo ich fündig werden könnte. Da bist du bei mir genau richtig. Bleib hier, dann hole ich dir gleich etwas Seetang. Ha. Zack, quasi weg. Hier ist der Seetang, Kreatur des Himmels. Ich hoffe, du bist damit zufrieden. Danke. Och, die ist doch aber ganz nett, die Melusine. Hat uns direkt den Seetang organisiert. Dann kann das mit der blöden Eierschale auch nicht so schwer sein. Wo ist die denn? Ich weiß nicht mehr, wo wir mit der Möwe gekämpft haben. Ich weiß nicht, ist das hier... Das ist so weiß. Ich denke dann immer, es ist Eierschale. Aber das leuchtet doch meistens dann auch, wenn wir sowas für unser Inventar suchen. Das glitzert so vor sich hin. Leuchten ist vielleicht etwas übertrieben. Felsen, Felsen, Felsen. Eierschale. Ich will das jetzt finden, dann hätten wir es. Vielleicht ist es ja auch irgendwo in eine Ritze gefallen, also die Eierschalen. Vielleicht sind die nicht direkt oben irgendwo auf dem Fels, sondern irgendwo so ein bisschen, weißt du, so in der Spalte, in der Ecke. Ach, guck mal da. Wer ist das denn? Wer ist das denn? Hä? Lumpo. Den haben wir noch gar nicht. Seid gegrüßt, werte geflügelte Reisende. Ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem Felsen. Hä? Nur zu, ich warte auf deine beflügelten Worte, geflügelte Freundin. Flügelfreundin. Einsiedler. Was macht ihr da eigentlich so allein? Ich habe mich aus der Welt zurückgezogen, um mich ganz meinen beiden großen Leidenschaften widmen zu können. Ich stelle liebend gerne Rätsel und labe mich nur zu gerne an fantastischen Landschaften. Ah ja, du hast von Rätseln gesprochen. Ja, Rätsel, ja, meine große Leidenschaft. Ich liebe Rätsel über alles. Sie führen uns gleichsam durch einen geistigen Irrgarten direkt zur reinen Wahrheit. Und auf meinen letzten Versuch bin ich recht stolz. Verrat mir doch, was du darüber denkst, hm? Okay, klar, mache ich doch gerne. Perfekt, perfekt. Ich habe den ersten Lösungshinweis am höchsten Punkt der Insel versteckt. Die Kletterei wird dir sicher gut tun. Ich kann fliegen, du Nase.
Ja, aber du hast ja Flügel. Naja, wie auch immer du dorthin gelangst, bring mir den Hinweis. Okay. Gut. Dann helfen wir mal mit der Eierschale, Alter. Nein, nein, das hatten wir schon. Mach mal oben Eierschale, bitte. Jetzt hatte ich's gerade. Oh, so. Brauch eine verfaulte Eierschale. Verblüffend, ich habe gerade erst gestern eine gefunden. Meine Großonkel Theodor hat sie von seinen Reisen mitgebracht. Mein Bruder und ich haben uns immer darüber gestritten, wem er sie dann vererbt hatte. Aha. Ich hatte sie spitzt und in meinen Ästen versteckt. Und gestern habe ich sie zufällig wiedergefunden. Hier, schau sie dir an. Du kannst sie dir eine Weile ausleihen, um dich an ihrer Schönheit zu laben. Das ist auch nicht so lecker. Aber okay. Hier ist Lumpo eigentlich irgendwie ein Verwandter oder so? Können wir das auch nochmal fragen? Oder Schiff? Was weißt du über das Schiff? Über den fliegenden Holländer? Manchmal kommt er meiner Insel recht nah, aber er ist nie so lang geblieben wie jetzt. Der Kapitän und seine Mannschaft müssen wohl auch der Magie dieser unglaublichen Landschaften verfallen sein, sodass sie diesen zauberhaften Ort nicht verlassen können. Das Lachen. Okay. Dann war das Lumpo. Aber Lumpo, echt jetzt? Ist das jetzt alles? Weil der sieht aus wie so ein Verwandter von, weißt du? Anscheinend nicht. Was können wir denn hier nochmal für ihn tun? Mit seinem Felsgedöns? Wenn wir schon mal hier oben sind. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir hier in so einer Ecke... Ey, kannst du mal fliegen? Okay, darfst du da nicht lang fliegen oder warum geht's nicht? Ja, dass wir hier jetzt noch so einen finden. Also, ich dachte echt, ich habe hier alles schon abgegrast gehabt. Aber gut. Meinte er auch oben, also... Oben. Ich weiß nicht, wo wir hin sollen für ihn. Würde aber sagen, ich mache mal an der Stelle einen Cut und wir suchen dann seinen Weg noch beim nächsten Part. Danke fürs Zuschauen, Leute, und bis dann.